Hallöchen, ihr Lieben. Heute kam der heiß ersehnte Brief von Enzio an. Enzio hat relativ neu einen YouTube-Kanal gestartet und hatte ziemlich schnell über 100 Follower und hat dort ein Gewinnspiel gemacht. Und ich habe mitgemacht und zum ersten Mal in meinem Leben etwas gewonnen. Und das ist hier drinnen. Enzio ist mir vorher durch diverse Kommentare bei anderen Junk-Journalern aufgefallen. Und drum habe ich mir gedacht, da muss ich dabei sein. Und wenn man dann etwas Selbstgebasteltes von jemandem hat, der gerade neu startet und dann groß wird und berühmt und toll, dann ist das doch schön, wenn man sagen kann, man war von Anfang an dabei und hat auch noch etwas Persönliches. Ich habe es aufgeschnitten, aber sonst noch nichts gemacht. Wir schauen uns das gemeinsam an. Und ich möchte das dann in dieses Junk Journal einarbeiten. Das ist leer. Auch hier gibt es eine Geschichte dazu. Ich habe das in den heurigen Urlauben, wir sind Camper, also ich fahre mit dem Wohnmobil weg und da ist natürlich Platzmangel. Und da habe ich mir die Challenge gestellt. Ich nehme eine Kiste Material mit oder Dinge mit und mit denen muss ich ein komplettes Junk Journal gestalten. Ich darf mir dort vor Ort Sachen suchen, wie diese Papiersackerln von Semmeln oder so irgendwas. Aber es wird nachher nicht daheim noch irgendwie dazu aufgearbeitet oder sonst was, sondern nur das, was ich mit habe. Ich habe mir damals dazu ein Starter-Kit von der Luise Heinzel gekauft, mit eben nicht virtuellen Produkten, sondern das war richtig eine Box mit altem Papier und Rechnungen und verschiedensten Sachen drinnen. Das war so mein Grundgerüst und den Rest, wie gesagt, habe ich eben hier dann so mir zusammengebastelt, gebaut. Es ist noch relativ leer. Ich habe im Urlaub dann so angefangen, so ein paar Tags zu machen, ein paar Seiten ein bisschen zu gestalten. Aber in Wirklichkeit, also da ist dann, glaube ich, auch schon wieder aus. Und da habe ich dann auch nichts mehr weitergemacht. Da ist noch durch. Und dieses Junk Journal, das im Prinzip relativ simpel und einfach gestaltet ist, möchte ich jetzt hernehmen, denn auch mein Kanal ist ja relativ neu und vielleicht erreicht mich ja dann doch mal die eine oder andere Happy Mail oder 5-Teile-Tausch oder sowas und ich glaube, dafür ist dieses Junk Journal perfekt geeignet. Also werde ich mir das dann da hineinkleben. So, nun aber zum Kuvert. Wie gesagt, es ist schon mal sehr, sehr, sehr genial. Ich habe da nur die Adresse vom Enzio abgedeckt. Diese Schnecke. Ich habe keine Ahnung, ob es eine Schnecke ist, aber für mich ist es eine Schnecke. Und wir kennen uns nicht und wie gesagt, mein Kanal ist ja auch relativ neu. Aber ich und Schnecke. Ich blende euch das jetzt einfach hier ein und sage nichts dazu. Das Kuvert total schön mit dem Goldrand und den Herzchen und der Schnecke. Gut. Ein Brief. Liebe Rina, ich freue mich sehr, dass du bei meinem kleinen Gewinnspiel mitgemacht hast und dass dir meine Videos gefallen. Hier kommt jetzt dein kleiner Gewinn und ein paar Goodies dazu. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe, Enzio Alexandra. Nun, der Brief muss da auf jeden Fall schon mal hinein. Und es gab ja 6 Gewinne, glaube ich, 5 oder 6. Ich verlinke euch den Kanal vom
eins hier unten. Und dann könnt ihr die Videos ja nachschauen. Und somit weiß ich jetzt nicht, welches ich. Ah. Oh ja. Ja, 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 ja. Ein Mäppchen. Da sind noch mehr Sachen drinnen. Das schaut aus wie Leder, wie genähtes Leder. Ist aber im Prinzip nur das Papier bearbeitet und Striche drauf gemalt. Yes. Die Karte. So, dann schauen wir hier rein. Hier ist nochmal ein Umschlag. Oh, ist das süß! Diese Mini-Briefe. Und Schmetterlinge. Okay, okay, der Schmetterling ist ja auf meinem Logo. Das könnte ja noch nachvollziehbar sein. Jetzt habe ich mal gedacht, das kann es aber jetzt nicht sein, dass auch noch die Schmetterlinge passen. Und auch noch in Türkis. Also die werden ganz sicher verarbeitet. Und dann haben wir hier eine Railway-Karte. Portland. Und hier geht es auch nochmal auf. Und hier ist noch zum Schreiben. Hier ist noch was drinnen. Das ist ja wirklich wie ein süßes Überraschungsballon. Noch was. Ein Mini-Tag in einem Teebeutel. Kuvert. Und ein After-It. Enzio, solltest du dieses Video sehen, vielen, 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 vielen Dank. Ich habe mich total drüber gefreut. Und jetzt werde ich schauen, wie ich das in mein Journal verarbeitet kriege. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe zwar immer bei den anderen zugeguckt, wie die das da so rein verarbeitet haben. Aber selber, da ich ja noch nie irgendwo was zugeschickt gekriegt habe, brauchte ich auch nichts reinkleben. Klingt logisch, oder? So, dann schauen wir mal. Also, die erste Seite, die erste bearbeitete Seite, in, wie sie hochrutschen, in meinem, wie auch immer das heißen mag, Journal. Ich glaube, da passt das gut. Jetzt müsst ihr leider mit VoiceOver Vorlieb nehmen. Ich habe nämlich vergessen zu sprechen beim Basteln vor lauter Konzentration. Hier suche ich aus der Restekiste, mit der ich das Journal gestaltet habe, noch Teile heraus, um die versteckte Tasche quasi zu basteln. Ich wollte keine Standardtasche machen, weil das wäre langweilig gewesen, auch wenn ich erst Anfänger bin, aber so ganz 0815 muss ja dann auch nicht sein. Das heißt, ich habe diese Tasche aus der Verpackung gemacht und mit Washi-Tape verklebt und dann aus den Resten vom Junk Journal basteln dann so Türen drüber geklebt, die ich dann auch noch verziert habe. Schmetterlinge rein. Dann auch noch mit Stempeln und mit der Stempelfarbe, dass ich es jetzt rausbringe, mit der Oxide gearbeitet. Auch hier habe ich das Kuvert schief, aber sowas von schief, nur mit Washi-Tape angeklebt.
damit ich es umklappen kann und auch die Rückseite noch sehe und den Brief oben nur reingesteckt. Da dekoriere ich oben ein bisschen und versuche es dann ein bisschen zu distressen, aber das habe ich natürlich wieder vergessen. Das klappt noch nicht ganz so gut. Das wird bei mir irgendwie nie. Erstens einmal vergesse ich es vorher und dann wird es auch nicht schön. Aber gut. Da suche ich verzweifelt irgendwas. Ah ja, da habe ich den Stempel gesucht, mit dem ich dann noch das Ganze ein bisschen verzierter habe. Aber da bin ich dann schon fast fertig. Das wird der Verschluss. So, ich bin soweit fertig. Ich bin zufrieden. Also bin ich fertig. Eigentlich relativ einfach. Ich habe alles, was ich bekommen habe, hier drinnen verarbeitet. Dieses kleine, auf klein kopierte Postkarte, die hält diese zwei Türen zusammen. Hier haben wir einen Teil der Schmetterlinge. Hier kann ich dieses ganze Büchlein rausnehmen und da noch weitermachen. Es ist da schön sicher drinnen. So, hier habe ich ein bisschen dekoriert und die Briefmarke aufgeklebt und hier ist das Kuvert und der Brief und hier ist das zweite Kuvert, da sind noch ein paar Schmetterlinge drin. Das war's. Ich mag so. Bin für mein erstes Arbeite mit dem, was am Tisch liegt, doch sehr zufrieden. Ich freue mich, wenn ihr wieder bei mir vorbeischaut und schaut auf jeden Fall auch bei Enzio vorbei. Der ist cool. Schönen Abend, guten Morgen, Mahlzeit, wo immer ihr gerade seid. Ich mache mir jetzt auf meiner Couch gemütlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.